Was geht? Willkommen auf meinem Channel, Leute. Ich bin wieder gesund, wenigstens halbwegs. Morgens noch ein bisschen Halsschmerzen, aber der Virus geht ja hier gerade richtig schön gut rum. Ja, folgendes. Ihr wolltet von mir wissen, welche Körperstelle schmerzt am meisten. Folgendes, was muss ich dazu sagen? Ich kriege immer wieder ein Schreiben oder Kunden von mir sagen, Mensch Sascha, wie ist denn die und die Stelle? Wie schmerzt denn diese Stelle? Sascha, wie ist es denn auf dem Unterarm? Wie ist es auf dem Oberarm? Wie ist es am Bein? Wie ist es auf dem Rücken, Brust? Immer so weiter und so fort. Ich kann das dir so direkt, Zuschauer da draußen, dir direkt kann ich das gar nicht sagen. Weil wir Menschen alle ein unterschiedliches Schmerzempfinden haben. Sprich, du da draußen wirst es anders empfinden als ich selber jetzt, ja? Also, ist einfach so. Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die sagen, ja, diese Stelle schmerzt für mich auch. Also sprich, Unterarm, weiß ich was, am Handgelenk. Nehmen wir jetzt einfach ein Beispiel. Erstes Tattoo, machst du am Handgelenk, machen ganz viele und ja, es schmerzt. Und der andere sagt auch, ja, es schmerzt. Aber es wird doch irgendwann einer kommen, der sagt, nein, schmerzt überhaupt nicht. Denn viele Faktoren spielen ja dabei eine Rolle. Erstens, wer es ausführt, sprich, der Tätowierer halt, jeder arbeitet unterschiedlich, Spulenmaschine, Rotary-Maschine, was für eine Netzgeschwindigkeit hat er angestellt, arbeitet er mit fliegender Nadel, arbeitet er mit aufgesetzter Nadel, also sprich mit der Maschine ganz aufsetzen, mit dem, nicht Griffstück, sondern halt vorne mit der, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, ne? Da, wo die Nadel halt eingespannt ist, so. Irgendwann wird es mir schon noch einfallen, dann weiß ich wieder, wie es heißt. Es ist ja schon wieder ein bisschen spät und wir sind noch nicht ganz top gesund. So, auf jeden Fall, was ich euch damit sagen will, ist, jeder Mensch wird da draußen das anders empfinden mit dem Schmerz. Deswegen kann ich euch diese Frage nicht beantworten. Aber was ich euch beantworten kann, ist, Mensch, was hat mir denn am meisten wehgetan? Und das werde ich euch jetzt quasi sagen. Aber vorher packe ich jetzt nochmal eine Skala ein. Und zwar ist das ganz witzig, ist so ein Menschenkörper abgebildet von vorne und hinten mit den gewissen Stellen. Da hat sich jemand mal einen Witz draus gemacht und hat einfach mal nummeriert bzw. markiert, welche Stellen denn am meisten wehtun. Und ich finde, die kann man so als Skala für einen Unerfahrenen nehmen, um zu wissen, was ein bisschen mehr schmerzintensiver ist und was nicht. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das einfach. So, blende ich kurz ein und dann bin ich wieder da. Freunde der Sonne. Und zwar, was schmerzt für mich persönlich am meisten? Welche Körperstelle? Ja, da, ausgezeichnet, wie er es mal den Simpsons gemacht. Ausgezeichnet. Er ist gezeichnet. Okay, gehört hier nicht hin. Passt auf. Ich finde, ich fange mal so an. Ich merke schon wieder gerade an meiner Stimme, sie wird langsam kratzig wieder. Ich muss, glaube ich, gleich was trinken. Auf jeden Fall. Deswegen, machen wir schnell weiter hier. Ich laber schon zu viel. Ich sag es mal so, ich habe mein erstes Tattoo bekommen mit 16. Und alle weiteren Tattoos, die ich dann bekommen habe, von unterschiedlichen Künstlern sozusagen, da auch richtig, richtig schlimme dabei waren. Also ich habe da einen Kandidaten, der ist heute wohl in der Schönheitschirurgie tätig, angeblich. Also sprich, der macht zur Brustwarzenherstellung wieder. Also für Patienten, die Brustkrebs haben, der kann meiner Meinung nach gar nicht tätowieren, null. 0%, der hat mich so misshandelt. Richtig schlimm eigentlich, also wirklich richtig, richtig schlimm. Da hat es natürlich für mich persönlich richtig wehgetan. Das war mein viertes oder fünftes Tattoo und es war auf dem Unterarm außen, ja, so halb außen. Nee, obwohl, na doch, so außen und innen so leicht, ne? Also sprich, es war mal hier drunter, aber ich habe es covern lassen. Und das hat meiner Meinung nach sehr doll geschmerzt. Es ist auch mega, 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 mega misslungen gewesen. Richtig schlimm gewesen. Auf jeden Fall. Aber es war natürlich nicht mein Schlimmstes. Das vom Schmerz her, was bei mir am schlimmsten war, ist der Kehlkopf. Kehlkopf ist für ein Marsch. Also für mich persönlich muss ich sagen, ist der Kehlkopf am schlimmsten. Und danach folgt Brust. Was auch sehr misslungen ist, ganz, ganz schlimm ruiniert, muss ich auf jeden Fall covern lassen noch. Aber da habe ich richtig Paranoia vor, weil Aua und so, ne? Richtig Aua. Ja, auch wir Tätowierer haben sehr dolle Schmerzen, wenn nicht sogar die dollsten. wie soll ich das jetzt machen? Am besten mache ich das so, ich mach mal so eine Schmerzskala plus Stelle, ne? Also passt auf. Ich muss sagen, Nummer 1 würde ich sagen Kehlkopf.
einfach weil es unangenehm ist. Dieses straffen Ziehen, Kopf nach hinten. Jemand drückt immer auf deinen Kehlkopf mit der Hand, dann kommt noch gleichzeitig eine Nadel mit ins Spiel. Ich finde, das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man haben kann. Aber für mich halt persönlich, weil ich habe so Schluckbeschwerden, wenn hier mal was raufdrückt. Und ich hasse das einfach, wenn jemand in meinem Halsbereich ist. Es ist einfach ekelhaft. Es ist einfach nicht meins. Deswegen finde ich das am schlimmsten. Wird jemand anders da draußen nicht so empfinden, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen, ne, jeder empfindet das anders. So, zweite Stelle auf jeden Fall die Brust. Auch sehr übel, gerade so der Plexus, also gerade hier, zack. Ja, merkst du schon alleine, wenn du da so ein bisschen gegen kommst. Nein, die Kamera hat gerade nicht gestockt, das war ich selber. Muss ich sagen, tut auch noch höllisch weh. Aber es liegt halt immer auch an den Verursacher. Ja, das, daran müsst ihr euch wirklich, also das müsst ihr euch wirklich zu Herzen nehmen. Es liegt meistens auch an den Verursacher, je nachdem halt, wer das tätowiert. Wie viel Erfahrung ist dahinter, wie viel Erfahrung ist nicht dabei, mit was für Maschinen wird gearbeitet, wie geht derjenige vor, ist er sanfter, geht er härter vor, ja. Immer so weiter und so fort. Das sind so meine zwei Stellen, wo ich sage, die sind extrem hart. Aber grundsätzlich finde ich mittlerweile jedes Tattoo irgendwie anstrengend. Denn, was ich ja vom Anfang des Videos gerade gesagt habe, beziehungsweise Mitte, dass ich mit 16 Jahren mein erstes Tattoo bekommen habe und dann ein paar weitere, war die Schmerzskala nicht groß, außer das hier, was irgendwo dann mit 18 oder so kam. Die war nicht sonderlich groß, die Schmerzskala. Also ich hatte da kaum Schmerzen. Es hat mir relativ viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch schnell weitergemacht, weil ich da einfach nichts empfunden habe. Weil selbst bei der Hand und so mit einer Spulenmaschine, wo ich so einen fetten Cheeseburger auf der Hand hatte und ich glaube nur 3 Stunden geschlafen habe und vorher im Club war, waren für mich alles, war nicht schlimm. Also klar, natürlich tut's weh, ja, tut ja alles irgendwie, aber für mich war das immer eher so eine Therapie. Ich fand's nicht schlimm. Aber ich muss sagen, jetzt mit fast 31, oh mein Gott, 31er bin ich bald, Verräter, Fanboy, da muss ich sagen, tut mir wirklich fast jedes Tattoo weh. Also die kleinen absolut gar nicht, ja. Aber alles, was so ein bisschen größer ist, muss ich sagen, schmerzt extrem. Und ich denke, das hat was mit dem Alter zu tun. Weil der Adrenalinspiegel nachlässt, du bist immer vertrauter mit der Sache, die an deinem Körper durchgeführt wird. Und dementsprechend lässt du ja mehr los und fühlst dich immer mehr daheim. Und ich glaube, deswegen kommt der Schmerz intensiver zur Geltung. So sehe ich das jetzt. Das ist meine Meinung. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das Ganze, meint und für euch das so vorkommt. Das würde mich sehr interessieren, wer bis hierhin überhaupt geschaut hat, weil viele schauen ja gar nicht mal zu Ende, weil ich ja immer so viel quatsche. ja, gebt dem Video ein Däumchen nach oben. Bis deine Antenne. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace!